Aloha und herzlich willkommen zu vermutlich vorerst letzten Qualifying auf der PlayStation 3. Ja, das letzte Rennen bevor das offizielle Release von GTA Online bzw. GTA 5 auf der PlayStation 4 ist. Ich habe es jetzt schon und auch schon ein bisschen gespielt, dazu aber im Rennen noch etwas mehr. Wir fahren heute den Live Invader Cup, eine Strecke, die potenziell einige Crashes bieten wird, wie man hier schon so ein bisschen erahnen kann. Heute bin ich absolut nicht mehr zum Rennen fahren gekommen, da ich GTA 5 eher auf andere Konsole gezockt habe. Aber die Zeiten waren eh nicht so prickelnd, von daher lasse ich es auf mich zukommen und hoffe, dass ich über die Konstanz vielleicht ein bisschen was reißen kann. Denn wie es aussieht, haben so manche Probleme, alles auf einer Runde zusammenzubringen. Wir haben heute wieder ein ziemlich starkes Fahrerfeld. Zwar nur zu neunt sind wir, aber diese neun Fahrer sind zu großen Teilen echt welche von denen, die die letzten Male sehr weit vorne mitgefahren sind. Also seid schon mal gespannt, wo ich am Ende auch landen werde. Ich glaube, das wird nicht allzu weit vorne sein, gerade im Qualifying, weil ich habe schon Zeiten von den anderen gelesen und meine beste Zeit war davon noch ziemlich weit entfernt. Ich weiß nicht, ob das 2 Minuten 4 oder so waren, die ich als beste Zeit auf dem Konto habe. Aber es ist nicht sonderlich gut und ich habe schon Zeiten gesehen, die deutlichst unter den 2 Minuten waren. Also mal schauen, was bei dieser Qualifikation bei rauskommt und ansonsten hoffen, dass im Rennen durch die teilweise echt schön fiesen Kurven nicht alle so sauber durchkommen, auch wenn sie vereinzelt mal richtig tolle Runden haben. Und dass ich nicht ganz so chaotisch fahre wie in meinen Proben. Denn da hat es mich irgendwie ziemlich oft aufs Dach gelegt und sonst wohin. Also es wird definitiv eine Sache der Konzentration heute, wer sie am besten aufrechterhalten kann. Und dabei wünsche ich euch natürlich schon viel Spaß. Auch wenn einige, die hier sich das Video angucken, vermutlich gerade selbst mit auf der Strecke sind und ihren Spaß haben. Oh, bitte da. Ah, diesmal hat es doch wunderbar geklappt. Ja, so mache ich meine Plätze gerade. So mache ich sie. Boah, der eine springt ja, das ist ja leck. Sondergleichen, da freue ich mich schon aufs Rennen. Wenn da jemand mehr so Diashow-mäßig vor ihm aufploppt, das ist richtig schön. Boah, Glück gehabt. Bleibe ich im Reifen hängen, sonst war die Runde gut. Aber ich war nicht der Einzige, der liebe Tess hat das gleiche Problem gehabt. Also dann. Oh, da mache ich die Hallöchen. Nee, komme ich doch los? Ja, wunderbar. Ach, die Strecke wird ein Spaß. Der Marker ruckelt schon wieder. Scheiße. Oh, und da sind die weggefahren. Das hier ich hoffe, dass ich die letzte Runde dann auch fertig bringen kann. Wenn ich zu viele Fehler jetzt einbaue, ist das nicht so wirklich sicher. Denn nach dem fünften Fahrer läuft dann ja der Countdown. So, ein bisschen Schlangenlinien, ich kann es mir im Moment erlauben. Wird eh keine super Runde hier. Wobei, für die Umstände scheint die Runde gar nicht mal so schlecht zu werden. Aber auch nur für die Umstände. Oh. Ich hätte gedacht, noch mehr verloren zu haben. Wow. Ja, vielleicht schaffe ich ja doch nochmal eine neue persönliche beste Runde zu machen.
Auch wenn ich nicht so wirklich dran glaube. Was für ein scheiß Reifenhaufen, wie die Dashbox in Elektro. Ja, die sind ein bisschen rot. Denn so finde ich kalt, nachdem ich Samstag oder so die Strecke angefahren habe. Sind zwar Erfahrungen da, aber die könnten auch schon wieder ein bisschen im Dunste der Vergessenheit geraten sein. Aber ich hole zumindest auf, das ist doch mal, ich werte das mal als gutes Zeichen. Oder ich denke nur, dass ich aufhole, das ist natürlich auch eine Alternative. schon besser. So. Krieg mal ein Auge. Vielleicht für mal zwei. Schön rum um die Kurve. Jawohl. Bei der Stelle weiß ich doch nie, ob ich noch nicht, ob ich innen fahren soll oder außen. Meistens entscheide ich mich fürs Äußere. Aber vielleicht ist da ja doch noch ein bisschen was drin, was ich bisher noch nicht erkenne. Während des Rennens ist ja wieder genug Zeit zum Lernen. Was wert. Ja, wo ist die Bombe? Oh, das könnte potenziell 1, 2 für persönliche Bestzeit sein. Also, so unzufrieden bin ich jetzt von dem Qualifying eigentlich gar nicht. So, mit der Runde aber vermutlich doch. Leute, macht mal Fehler. Ich brauche Chancen. Hey, gut, als unsere andere Motorschiene. Wow. Ah, das ist ein richtig schöner Knoll. Das gefällt mir. Und das trotz Non-Contact-Rennen hier. Was für die Qualifikation wie gewohnt genutzt wird. Das lässt darauf hoffen, dass hier doch einige mit einer ähnlichen Speed unterwegs sind. Leider habe ich es in der Anfangsphase richtig versaut auf der Strecke. Ich weiß nicht, ob ich da über den Hügel abkürzen kann. Ich habe es schon mal versucht, aber ist es irgendwo zwischen möglich, was gut zu machen und der reinsten Katastrophe. Ups. Vielleicht hier noch etwas schneller rum. Ja, ich glaube, das war diesmal etwas schneller. Wäre der Fehler am Anfang nicht. Also die 2 Minuten sind vielleicht doch für mich drin, wenn ich mich mal so richtig anstrenge. Ah, jetzt läuft der Countdown. Völlig losgelöst von der Erde, ne? Ja, ohne den Fehler wird das hier abermals so eine 2-2, 2-1. Aber gut, schauen wir doch mal, wo ich gelandet bin und wer hier die allerbeste Runde gefahren hat. Boah, da sind schon ganz vorne die unter 2 Minuten, das ist Wahnsinn. Die haben doch bestimmt irgendwelche Fahrhilfen drin. Geht ja gar nicht. Foto. Ja, damit habe ich auch schon gleich meine Position, die ich in der Startaufstellung habe, die habe ich auch gleichzeitig hier erfahren von der besten, nicht nur von der besten Runde, sondern auch von der Gesamtzeit. Das finde ich ganz interessant.
Und das wird jetzt, sorry, ein Abenteuer. Bis gleich.